Herzlich willkommen. Ich möchte mal was über Key-Value Binding oder Key-Value Observing heute erzählen. Das ist vielleicht nicht so spannend, vielleicht langweilig auch, aber ich fand das ziemlich spannend, als ich hier das erste Mal irgendwie in Coco und auf dem Mac überhaupt zu arbeiten angefangen habe. Das Konzept gibt es vielleicht auch bei anderen Plattformen, also ziemlich sicher. Ich glaube, in C-Sharp gibt es das so ähnlich, weiß ich aber nicht. Ich zeige es einfach mal hier und versuche es begreiflich zu machen. Letztendlich geht es darum, wie verbinde ich zwei Datenobjekte miteinander. Und zwar so, dass wenn sich das eine ändert, dass das andere das mitbekommt, also so eine Art Benachrichtigung. Und da gibt es halt verschiedene Konzepte, die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Das erste, was ich zeigen will, ist das Observer-Pattern. Das gibt es, wie gesagt, auch in anderen Umgebungen. Und die API sagt dann, soll man diese beiden Funktionen, deren Signatur da zu sehen ist, benutzen. Das eine ist halt, dass man sich registriert als Observer. Und die zweite Methode sorgt dafür, dass man die Benachrichtigung dann konsumieren kann. Das klingt jetzt ein bisschen kryptisch, ich mache einfach mal ein Beispiel. So, damit hier eine Applikation, die ist total simpel. Die starte ich mal gerade. So ein Mac ist nicht so schnell, aber jetzt ist er da. Also hier ist so ein Fenster und da ist ein Button drauf. Und da steht Button drauf. Und der macht eigentlich nichts weiter. Das heißt, ich habe hier eine Member-Variable Button und dann habe ich zusätzlich noch eine andere Variable Text. Und dieser Button hat einen Standardwert, der heißt halt Button. Kann ich auch was anderes draufschreiben hier. Hallo. So. Und der Text selbst hat auch einen Wert, und zwar diesen String hier. Das heißt hier, diese Methode NSString vom Selector extrahiert einfach nur den Methodennamen und schreibt den in das Text, in die Textvariable. Und das sehen wir jetzt noch nicht, weil die beiden noch nicht verbunden sind, und das will ich jetzt mal machen. Das heißt, in erster Variante, so wie ich eben hier schon angekündigt habe, möchte ich einen Observer registrieren. Das heißt, falsche Taste. Ich hätte mal die Tastatur auf Deutsch einstellen sollen. Add Observer. So. Ich möchte mich bei dem Button als Observer registrieren. Beim Text. Die Schwierigkeit ist immer dabei zu sehen, wer sich bei wem registriert. Ich kann auch sein, dass er jetzt daneben geht. Ich probiere es einfach mal. Ich möchte mich bei dem Text als Observer registrieren. Das heißt, wenn der Text sich ändert, möchte ich Bescheid bekommen. Und ich ist diese Klasse. Und ich interessiere mich für den Text String Value. Ja. Ja, als was kann ich mir jetzt Text vorstellen? Ist es wie ein anschlagender String oder ist es noch was Größeres? Also Text ist ein String, ja. Das kann ich gerade nochmal zeigen. Also ist da vorne ein NSString, ist so, der Typ. So. Also ich interessiere mich für den String Value und jetzt muss ich noch sagen, wann ich mich dafür interessiere. Und da gibt es hier so Konstanten. Key value
ziemlich viele Konstanten. Genau, wenn da ein neuer Wert reinkommt und Kontext ist jetzt erstmal nicht interessant. So. Was hat diese Syntax mit den Ecken getan? Ja, also das ist halt objektiv-spezifisch, die eckigen Klammern sind immer um Methoden drumherum. Das heißt, das hier ist mein Objekt und das ist die Methode, die auf dem Objekt ausgeführt wird. Wenn man das in Java schreiben würde, dann würde man halt hier zwischen einen Punkt machen und die eckigen Klammern sind dann weg. Und auch noch interessant ist halt, dass du quasi also zur Signatur von dem Ganzen, ja, gehört auch immer noch quasi der Name der Variable oder der Name des Parameters, also die, der komplette Methodenname ist addObserver4KeyPath quasi with option in context und dazwischen drin setzt man quasi die Parameter. Also das ist die Methode, die hat diese Signatur und hinter den Doppelpunkten werden die Argumente übergeben. Das ist anders als in Java. Das hat sozusagen hier einen lesbaren Charakter. Also ich sage sozusagen, wenn man sich dran gewöhnt hat, ja. Ja, das ist wirklich Gewöhnungssache, aber es liest sich wie eine Wortgruppe. Das ist jetzt hier nicht das schönste Beispiel. Ich kann gerne nachher nochmal ein anderes zeigen. Achso, wenn man es jetzt wegrecht liest, okay. Ja, also addObserver, welchen, self, for keypass, das. Options sind die, Kontext ist null. So liest sich das. Das ist sozusagen jetzt erstmal die Registrierung. Und jetzt muss ich das noch sozusagen abfangen. Und dafür füge ich hier eine neue Methode ein. Die hat keinen Rückgabewert, also void. Observe, das ist jetzt die Methodensignatur, die man hier auf diesem Bildschirm schlecht lesen kann. Dennoch versuche ich das zu schreiben. So, da kommen jetzt also mehrere Parameter an. Ich versuche das mal umzubrechen hier. Und ja, wenn ich diese Methode dann, also wenn diese Methode aufgerufen wird, dann zentraler Stelle, was ich nicht tun muss, dann kann ich jetzt zum Beispiel den Button aktualisieren. So, das heißt, ich hole mir hier aus dem...